Hallo! Immer wenn ich euch in letzter Zeit so gefragt habe, was ihr gern für Videos sehen wollt, haben mir richtig viele geschrieben, mach mal so ein Expectation vs. Reality Video zum Thema China Shops. Ich wurde jetzt tatsächlich von einer Seite angeschrieben, und zwar Zaful. Vielleicht kennt der eine oder andere die. Die haben halt hauptsächlich Bikinis, allerdings auch ein paar andere Teile. Und da ich dachte, das wäre ganz interessant, habe ich jetzt mir einfach mal ein paar Teile ausgesucht und wir machen heute mal den Live-Test, ob die Sachen cool sind oder nicht cool. So, beginnen wir mal mit dem ersten Teil, und zwar ist das dieses gelbe Kleid hier. Also da muss ich schon mal sagen, das ist eigentlich an sich total niedlich. Ich muss mal kurz gucken, welche Größe. Genau, ich habe mir da Größe L ausgesucht, weil ich mir schon gedacht habe, dass die Sachen sehr kurz sein werden. Und das sieht halt, wie gesagt, so aus. Mich erinnert das mega doll an das Musikvideo von Selena Gomez, Faddish. Dann sieht das Kleid so aus, also es hat halt so einen Rückenausschnitt relativ tief und man kann das halt hier dann so binden, meine Schleife machen oder so. Ich finde, es ist halt an sich ein ganz niedliches Kleid. Man kann jetzt halt nicht krass was erwarten, das ist halt auch eher ein Strandkleid als alles andere. Aber ich kann es euch mal einblenden, ich habe es hier getragen auf dem Bild, das habe ich kurz bei Instagram gepostet, dann passt es nicht in meinen Feed und habe ich es gelöscht. Aber da habe ich es getragen und das ist auf jeden Fall, was ich sagen kann, passt, kann man machen, wenn man jetzt picknicken geht oder wenn man jetzt auf den Strand geht oder so, geht es voll klar. Es ist jetzt nicht das perfekte Ausgekleid, weil es halt wie gesagt ein bisschen durchsichtig ist. Ansonsten finde ich es eigentlich sehr, sehr schön. Das nächste Teil, was ich bestellt habe, ich kann euch mal das Bild einblenden, wie es original aussehen sollte. Und angekommen ist dann dieses Teil hier. Als ich es ausgepackt habe, dachte ich mir so, oh, okay. Wem genau soll diese Größe passen? Aber ich muss sagen, wenn man es anzieht, ich zeige es euch jetzt mal getragen, es stretcht sich halt mega. Ich kann jetzt nicht sagen, es wird viel größer, es ist halt kurz, super kurz. Aber ich finde es irgendwie süß. Also wenn man jetzt, ich habe das auch glaube ich in Größe L bestellt. Und übrigens die Marke finde ich sehr feierlich. Da steht drauf Bradley Michelle mit so einem Herz in der Mitte. Sieht halt sehr stark nachgemacht von Brandy Melville. Und das ist auch vom Ding her halt so ein Top, typisches Top von Brandy Melville, so ein One-Size-Ding. Ich glaube, das war One-Size, das kann auch gut sein. Aber gut, ich finde es irgendwie niedlich. Kann man jetzt nicht zu sagen, vom Stoff her ist das wirklich nicht super schlecht, ne? Wirklich nicht, also geht voll klar. Es ist halt nur mega, mega kurz und mega, mega klein. Die nächste Sache ist dieses Teil hier. Und das Teil ist angekommen, also ein T-Shirt mit der Bedruckung Honey drauf. Das ist jetzt, dafür dass es L ist, auf jeden Fall nicht sehr groß. Es passt mir eigentlich ganz okay. Es ist halt, also es ist jetzt nicht mein Favorite T-Shirt. Wisst ihr, was ich meine? Ich dachte mir, das wäre cooler. Ich finde es echt irgendwie nicht so cool, wie ich dachte. Aber es ist okay. Es ist vom Stoff her. Da merkt man nicht, ob es jetzt H&M wäre, Primark oder, keine Ahnung, wäre Moda oder sonst was. Das ist halt wirklich vollkommen okay, ganz normal. Und kann man auch nichts Schlechtes zu sagen eigentlich. Man muss halt bei den Größen aufpassen, ansonsten geht's klar. Die nächste Sache war wieder ein Kleid, und zwar sollte es so aussehen. Ja, und das ist sozusagen der erste, sagen wir mal, Fail. Das sieht nämlich so aus. Und das ist in dem Sinne ein Fail, in dem, dass es hier oben sehr durchsichtig ist. Es einfach von der Länge nicht perfekt passt bei mir. Und ich habe da auch Größe L bestellt. Und ja, es, irgendwie ist es von der Qualität her nicht so geil. Das ist irgendwie, das sieht total zerknittert die ganze Zeit aus. Und irgendwie ist das Gelb auch nicht so schön, nicht so sonnig. Es sieht so, irgendwie finde ich es nicht so toll. Es ist jetzt nicht mega, mega hässlich. Aber es ist jetzt nicht der Burner der Bestellung auf jeden Fall. Von daher, naja. Dann eine Sache, nach der ich so krass oft gefragt worden bin. Und zwar ist das dieses Teil, was ich mir ausgesucht habe. Das habe ich nämlich auch schon auf diesem Instagram-Post getragen. Und zwar ist das so ein Zweiteiler. Der sieht einmal so aus. Also das ist das Oberteil. Und dann gibt es dazu noch eine Hose. Und auch da habe ich mich für L entschieden. Genau, so sieht die Hose aus. Und ich muss sagen, eigentlich finde ich das Teil mega cool. Ich liebe diesen Zweiteiler, diese Zweiteiler-Optik. Ich finde es einfach mega schön. Aber das hätte ich nicht erwartet, aber die Hose in L ist mir auf jeden Fall zu groß. Ich habe die jetzt fürs Foto und so halt, die macht man hier an der Seite mit einem Reißverschluss zu. Und ich habe die halt hinten geknotet und einfach mit einem Zopfgummi zugeknotet. Aber damit kann man an sich eigentlich rausgehen. Deswegen, das ist ein bisschen schade. Die ist mir echt deutlich zu weit halt, weil die halt um eine Taille sitzen soll. Die könnte locker so ein Stück enger sein. Aber ansonsten liebe ich dieses Teil, auch vom Stoff her. Das knittert nicht, es sieht schön aus. Klar, darunter kann man jetzt auch kein BH anziehen, weil es halt nur so ein Stück Stoff ist. Aber man kann es perfekt an seine Größe anpassen, man kann es knoten. Es sieht einfach mega süß aus und ich liebe dieses Teil, wirklich. Das ist absolut mein Highlight der Bestellung.
Und das letzte Teil, das ich bestellt habe, ist dieses hier. Und das ist auch angekommen. Und das sieht so aus. Also, wow. Das ist halt so eine runde Decke, so ein Strandtuch steht da ja. Allerdings ist das, ich glaube, ihr seht das, ist eher so wie so Seide. Halt keine Seide, aber so vom Stoff her. Und super, super durchsichtig. Also ein Strandtuch kann man jetzt das eigentlich nicht nennen. Aber eigentlich ist es cool. Also es ist cool für Bilder. Es ist irgendwie, es passt zum Sommer. Man kann auch rein theoretisch picknicken. Man kann es irgendwie am Strand legen. Also ja, ich mag es irgendwie. Einfach den Preis, denke ich, kann man da eigentlich auch nicht sagen. Ich finde das Muster halt mega sommerlich und schön. Also mein Fazit ist, ich kann auf jeden Fall nicht meckern. Die Sachen sind jetzt nicht der absolute Oberfail. Es geht voll klar. Da sind echt coole Teile bei. Man muss sich, glaube ich, so ein bisschen reinfuchsen. Da stehen auch immer Größenangaben. Man muss sich einfach auch mal abmessen. Und ansonsten kann ich jetzt nicht sagen, dass die Qualität schlecht ist. Überhaupt nicht. Also Zafo bekommt von mir echt, glaube ich, einen Daumen nach oben. Ich finde, da sind so coole Sachen bei. Die haben auch so geile Bikinis, Leute. Obwohl ich da sagen muss, die Bikinis sind mega, mega klein. Ich hatte schon mal Bikinis von denen und mir hat kein einziger gepasst. Also ich war einfach zu breit und vor allem auch zu groß. Also die Proportionen stimmten einfach gar nicht. Also da solltet ihr vielleicht ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, ich kann euch alles mal unten verlinken, aber guckt wirklich auf die Maße. Es wäre halt mega ärgerlich, weil zurückschicken ist halt bei solchen China-Shops eigentlich nicht so einfach. Und ich hoffe sehr, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Schaut bei Instagram vorbei und ich verlinke euch hier zwei weitere Videos. Und dann bis dann. Ciao!